So, nachdem wir im letzten Mal wild eskalierend über die Vögel hergezogen sind, macht immer noch mächtig Spaß und ich werde es auch mit Sicherheit noch ein paar Mal machen, geht es heute wieder auf die Pirsch. Ich bin hier an dem Spot, wo wir beim vorletzten Mal aufgehört haben, die Map zu erkunden. Das heißt, ich richte mich jetzt wieder Richtung Wind, also dem Wind entgegen und dann gucken wir mal, was uns da über den Weg läuft. Also ich bin startklar, heute ausgerüstet mit dem Herrn Sundberg, dem alten Prügel und immer noch der Scharrotflinte. Beides zwei Waffen, die einfach mega Spaß machen. Schrotflinte mit allen möglichen Kalibern sozusagen, alles dabei. Und den Sundberg, naja, was soll man dazu sagen? Der rettet halt alles. Ja, marschieren wir los. Ich bin jetzt hier gerade ja, in Richtung Nordosten unterwegs. Das hier ist der Punkt auf der Map. Hier unten ist noch die Eskalation zu sehen. Alter Falter, abgefahren. Also das hier, die Area mit den Vogelzelten in Kombination. Das ist einfach der Hammer. Zwei Spots und das Zelt dazu. Und dann lübt das. Tja, und jetzt einfach mal gucken, was wir denn alles so hier entdecken. Ja, und was halt in dieser Richtung auch ist, ne? Vielleicht, ach guck mal da, da haben wir doch schon mal ein Ziel. Da haben wir doch ein Ziel, das heißt, wir machen uns mal auf den Weg. Hier natürlich am Gewässer gleich nochmal schön gucken, ob sich da irgendwo was niederlässt oder irgendwelche Spots sind da doch bestimmt. Und dann gucken wir mal, was da auf dem Weg zum nächsten Camp alles so ist. Weißwedelhirsche. Was war das? Hüpfen die noch so ein bisschen durch die Gegend oder was? Weißwedel, Weißwedel. Tja. Also richtig viel zu sehen war tatsächlich bisher nicht. Ziemlich wenig Action bisher, aber jetzt hier am Gewässer endlich mal ein bisschen was zu sehen. Guckt euch das an, die ganze Strecke jetzt hier. Katastrophe, gar nichts zu sehen. Weißwedel, Ja, könnten wir natürlich mitnehmen. Könnten wir natürlich mitnehmen, aber trotz allem vorher nochmal die ganze Area checken. Der Wind steht ja ganz gut. Noch ein bisschen Geruchsneutralisierer drauf. Und dann geht es los hier, dass wir dann schön das Gewässer einmal abscannen und uns so ein bisschen den Weißwedeln nähern. Wow! Zwei Bären, close! Alter! Ach, ist das geil, Alter! Ist das der Hammer! Okay, Stufe 7 bedeutet, kann ich die Slug nehmen? Kann ich die Slug-Munition nehmen? Gerade mal eben gucken. Die wäre bis 7, bis zum Bären. Oder den Sundberg. Der ist 4 bis 9. Alter, ich habe zu lange überlegt. Die sind weg. Nee. Alter, hier ist er. Hier. Hier sitzen sie im Busch. Ich sitze aber auch im Busch. Da sitzen... Die waren noch nicht gerade schon im Busch. Die waren noch gerade im Offenen. Ich gehe mit der Pumpgun rein und der Slug-Munition. Im Nahkampf, Alter. Jetzt wird es wild. Wir gehen richtig nah ran. Zwei Bären. Friedliche Bären. Halten wir das nur mal fest. Nur für die Statistik.
Zwei friedliche Bären sitzen unterm Tannenbaum und trinken Punsch. Und dann kommt da so ein dahergerobbter Hoppala, der war daneben, gegen die Tastatur gekommen. Okay. Den wollten wir haben und für ihn reicht's auch. Für ihn reicht's auch. Müsste der Brustkorb gewesen sein. Er stand ja gerade in dem Moment. Also passt das. Oh, direkt mal in Deckung gehen. Hier ist noch eine zweite Gruppe Weißwedel in der Nähe der 70 bis 85. In der Nähe der Bären gewesen. Nervös. Auf 118 Meter. Die müssten wir aber dann doch hier mit dem Sundberg erledigen, ne? Dann kriege ich wahrscheinlich beide. Ich werde noch mal ein bisschen näher rangehen. Versuchen wir es mal auf die Tour. So. Da sind wir doch hier in einer guten Posi. Nein, sind wir nicht. Wo ist denn der zweite männliche aller? Alten, da war doch ein zweiter männlicher. Da ist er. Hui. 90 Meter entfernt. Okay, die sind weit auseinander und 60. Ist dahinter noch was an dem Baum? Da ist noch irgendwas. Oder? Okay. Versuchen wir es. Am besten beide männlichen. Das wird tricky. Den auf 75, also höher. Der ist 90 ungefähr entfernt. Und dann hier drunter aim. Ich bin gespannt. Hat sogar für alle drei gereicht. Und siehst du, da hinten rennt doch was weg. Sind das Elche oder sowas? Na, dafür ist der Sundberg doch übertrieben gut. Zack, mitgenommen. Das Weibchen direkt mitgenommen. Und das Männchen in der Silberwertung. Auch, bis hinten durch. Ja, das ist halt die unglaubliche Durchschlagskraft von dem Sundberg. Wahnsinnsballermann. Und trotz allem eben noch innerhalb der Wertung. Das ist halt wirklich abgefahren. Viel zu übertrieben. Aber ich glaube, damit ja, kommt man immer ganz gut klar. Und da ist der nächste. Oder ist es das Weibchen von gerade? Hockt da entspannt rum. Aber auch leider in eine ganz verkehrte Richtung. Das könnte das Weibchen sein. Das ist das Weibchen von gerade. Abgehauen. Und hat sie jetzt da hinten hingesetzt und chillt. Cool. Ja, nee. Also, nehmen wir nicht mit. Ist halt, wie gesagt, die komplett falsche Richtung. Da wollte ich nicht hin. Aber ich vermute halt, dass hier noch Elche waren. Oder irgendwas Riesiges. Leider nicht mehr zu sehen. Weder zu sehen noch zu hören. Alter, was ist hier? Was geht hier ab? Was geht denn hier ab, Alter?
Was sind das denn wieder für wilde Sounds gewesen? Haselhuhn? Das Flattern gewesen. Alter, ein bisschen übertrieben. Wie laut flattert das denn? Halber Adler, ey. Das Haselhuhn. Pah, da sind wir schon. Na, das ging ja eigentlich ganz schnell. Abgefahren. Ja, das kleine Haselhuhn, das ist dann abgehauen. Ich habe auch noch ein bisschen hier rumgetrödelt mit der komischen Fiepse. Aber es hat sich leider nicht mehr gemeldet. Wahrscheinlich einfach direkt weggeflattert. Wahnsinn. Also, das war, würde ich sagen, eher eine etwas kürzere Tour. Das ging relativ schnell hier in die nächste Base. Hier war gar nicht so viel los. Das ist ja der Hammer. Hier, wie gesagt, die Bären. Es waren Weißwedel hier. Aber ansonsten... Naja, in der Area bisher nicht wirklich viel zu sehen gewesen. Möglicherweise, ja, irgendwas Großes, Schwarzes war noch da. Aber neben den Bären eigentlich sonst nichts weiter Interessantes. Also, Area entdecken und dann, zack, endlich mal wieder eine richtige Blockhütte und nicht nur so ein Unterschlupf. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es weiter. Suchen wir uns eine nächste Himmelsrichtung, wo wir noch nicht waren, und erkunden die Map einfach weiter. Wenn du mitkommen willst, Daumen da lassen fürs Video, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.